Hallo, herzlich willkommen zur vierten Folge Koch mit dem Gewürzwiesel. Heute gibt es was Klassisches aus Omas Küche und zwar Kartoffelpuffer nach Omas Originalrezept. Und dazu, da das ja von einigen Zuschauern gewünscht wurde, machen wir heute mal ein Dessert mit Bier. Wir sind ja eh alle immer in Bierlaune, habe ich gehört. Mutmaßlich, glaube ich. Mit dem Gewürzwiesel. Folge 4: Kartoffelpuffer und Biermuffins. Gut, kommen wir nun zu den Zutaten. Für den Kartoffelpuffer brauchen wir festkochende Kartoffeln. Die habe ich schon mal vorgeschält. Naja, der fleißige Vogel ist eher fertig. Und eine Zwiebel. Und dann sowas wie Pfeffer und Salz. Oh, das ist ja, ja trivial dann. So, und für unsere Nachtisch, wir machen heute Cupcakes. Habe ich hier 125 Gramm Rohrzucker, dann 280 Gramm Mehl, Apfelmus und Backpulver. Und als fruchtige Füllung kommt da rein Wildpreiselbeeren. Achso, die wichtigste Zutat habe ich natürlich vergessen. Da wir ja mit Bier kochen, brauchen wir natürlich Bier. Bekanntermaßen. Unser guter alter Freund, das Braust Export. Ich nehme schon mal einen Motivationsschluck. Das klingt wie das perlt. Ein Träumchen. So, wir fangen natürlich mit dem Cupcake-Teig an, weil das muss ja backen, das dauert eine Weile. Die Kartoffelpuffer, die werden dann einfach gebraten, das geht der Fixer. Dann machen wir erstmal in der Schüssel hier unsere 280 Gramm Mehl hinein. Unsere 125 Gramm Zucker dazu. Das Pulver noch rein. So. Dann brauchen wir ja noch ein bisschen Flüssigteig. Flüssigkeit, wir machen ja natürlich Teig. So. Natürlich immer zuerst Hände waschen nicht vergessen. So wie das immer gemacht wird. Tja, sauber sind die Hände. Ja, den mal abgebissen. Nee. Nee, das Ding war kaputt. Okay. So. Nun kommen wir zu der Flüssigkeit für den Teig. Das muss ja auch eine sämige Masse geben. Dann brauchen wir erstmal 100 Liter Öl. 100 Milliliter natürlich. Na gut, man könnte es auch mit 100 Liter machen, aber dann wären die Dimensionen allgemein größer. Dann würde man wahrscheinlich, jetzt reicht das ja ungefähr für 12 Cupcakes bei 100 Liter. Muss ich jetzt rechnen, Alter. Mal 10, dann nochmal mal 1000. Naja, für 12.000 Cupcakes, ja. Also, wenn ihr 12.000 Liter Öl nehmt, müsst ihr auch folglich dann 12.000 Cupcakes machen, so ungefähr. So, das kommt rein. Zack, dann brauchen wir 150 Milliliter von Brost. Ich weiß, das kommt euch jetzt wahrscheinlich wie Verschwendung vor. Aber naja, so ist es halt, wenn man mit Bier kocht. Da muss man auch mal in den sauren Apfel beißen und sein Bier halt mit dem Teig teilen. So ungefähr passt das. Rein damit. Oh, wie das scheint. Die Träumchen. Und dann braucht man nämlich noch zum Binden. 2 Esslöffel Apfelmus. Wir können ja aber auch 3 machen. Wir sind ja auch sonst nicht so. Achso, was ich noch sagen wollte, wenn wir hier jetzt einmal beim Kochen sind. Ich habe ja jetzt auch mittlerweile den neuen Turtles-Film gesehen von Michael Bay. Und es ist der erste Film, den ich wirklich vor der Hälfte sogar noch ausmachen musste, weil er einfach nicht ging. Der war ja so scheiße unrealistisch. Seit wann sind denn Turtles 4 Meter groß und können ganze Container durch die Luft werfen, die 40 Tonnen wiegen? Also ich bitte dich, Michael Bay, bitte mach keine Fortsetzung. Und falls du wirklich das vorhaben solltest, eine zu machen, stoppt Michael Bay. Stoppt Michael Bay. Ich bin euch für ewig dankbar und werde euch für immer bekochen, wenn ihr Michael Bay stoppen könnt. Gut, vielleicht war das Zwischenschaum doch etwas mehr Bier.
Das können wir aber ausgleichen. Wir haben ja noch ein bisschen Mehl. Das sind wir ja nicht so. Also ist es vielleicht gerade ein bisschen wässrig. Machen wir einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Ja, passt das. Wunderbar. Hier haben wir jetzt eine schöne Masse. So, dann brauchen wir natürlich noch ein paar Früchte dazu. Die haben ja auch noch ein bisschen Eigenflüssigkeit. Die Flüssigkeit geben wir ab. Die können wir dann so trinken. Oder? Oh ne, die haben gar keine Flüssigkeit. Das ist ja ganz schön Gelee-artig. Aber naja, gut, dann können wir das so reinmachen. Noch Messer. So, je nachdem, wie viel Frucht ihr drin haben wollt, müsst ihr das halt so reinhauen. Zack. Oh, und ganz wichtig, was natürlich von Vorteil ist, um in der Küche schneller arbeiten zu können, ist Herd vorheizen. Wir heizen jetzt den Herd hier auf, ja, sagen wir mal, so zwischen 180 und 200 Grad bei Umluft vor. Also wenn ihr Ober- und Unterhitze nehmt, dann, also sagen wir mal, bei Umluft 180 Grad und bei Ober- und Unterhitze so 200 bis 210. So, jetzt vermengen wir hier schön die Masse. Das hat mich so ein bisschen an, wie hieß der Fette bei Star Wars, dieser Schleimklumpen, Jabba the Hutt, ja? Stimmt, da kommt ja dieses Jahr auch so ein neuer Star Wars Streifen ins Kino, wo sich der unglaubliche Harrison Ford, weil er so unglaublich sportlich ist, das Bein gebrochen hat bei den Dreharbeiten und die deswegen ausgesetzt werden mussten. Harrison, ich glaube, du warst langsam zu alt für den Scheiß. Na ja, gut, und der letzte Indiana Jones, der war auch, naja, Steven Spielberg, was du dir da geleistet hast, das geht auf keine Kuhhaut mit deinem scheiß Kristallschädel. Na gut, dann füllen wir hier mal die Masse ein. Eigentlich sollte das hier antihaft beschichtet sein, sodass da nichts passieren sollte und dass wir das dann schön ablösen können. Füllen wir hier mal die Masse ein. Ja, super unprofessionell, wie wir jetzt hier sind. Ja, Cupcakes sind ja auch besonders in Amerika sehr beliebt. Die sind sogar so beliebt, dass es da im Food Network sogar eine Sendung gibt, die heißt Cupcake Wars, wo Leute gegeneinander antreten und die Wette Cupcakes backen, die dann bewertet werden. Und es wird von dem unglaublichen Justin Credible moderiert. Was für ein Name. Den gibt es auch nur einer. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Namen so. Dass er der Erste ist, der den hat. Man kann nicht alles haben. Aber man kann es probieren. Naja, wird hier eng mit dem 12. Aber wir kratzen hier nochmal ordentlich. Ordentlich ausgekratzt und nicht abgekratzt. Das ist schön die halbe Minute. Ja, das passt schon von der Temperatur. So, geht das Ganze hier rein und bleibt 20 Minuten hier drinnen. Das heißt, auf die Uhr gucken. Wenn ihr was habt, am besten den Wecker stellen. So, Teig schmeckt übrigens auch roh, ganz gut. Das ist auch schon mal ein guter Indikator, sollte das testen, wenn der Teig roh scheiße schmeckt, dann schmeckt er wahrscheinlich auch dann gebacken, beschissen. Nur so am Rande. So, jetzt kommen wir zu unseren Kartoffelpuffern. So, zuerst mal müssen wir Kartoffeln reiben, die festkochen. Wir haben hier einmal eine grobe und eine feine Reibe benutzen wir. Das machen wir, weil meine Oma mir das so gesagt hat und das auch so praktiziert. Natürlich habe ich hier die kleinsten Kartoffeln von allen. Das ist natürlich bei so einer bei so einer Arbeit übelst unpraktisch ist, aber nein. Ja, damit man sich nicht schneidet, habe ich hier so ein tolles Gerät mir mal erstanden. Was anscheinend gar nicht so toll ist, weil ich benutze es heute eigentlich zum ersten Mal. Fast geschnitten. Auch nur fast. Ja, ich glaube fast. Ja, das ist nichts. Da ist noch nichts.
nochmal gerade so haarscharf dem Schneiden entgangen. So, das reicht jetzt am Groben. Machen wir mal ein bisschen feines Zeug noch rein. Das ist richtig Leben am Limit hier. Mit dieser Reibe. Reicht mir jetzt. So, dann brauchen wir noch, machen wir dann noch eine Zwiebel dran. Zwiebel kommt, wird schon mit der Fein auf jeden Fall reingerieben. Untervermengt hier. So, dann kommt hier noch ein bisschen Pfeffer und Salz dazu. Dann machen wir noch ein bisschen Mehl, damit das schön bindet dann. Zack. Das machen wir gleich unter. Wir machen erstmal hier volle Pulle in unserer Pfanne. Wir haben ja auch nur das beste Rapsöl. Das benutzt meine Oma auch immer. Das kann also gar nicht schlecht sein. Ist auch als Topmarke 2014 prämiert worden. Von daher muss das gut sein. So, gucken, ob das Fett heiß ist. Kann man, ja, werfen wir mal so ein Stück Kartoffel rein. Normalerweise könnte man auch ein Stück von Michael Bay reinwerfen, wenn man das hat. Ich hoffe, das hat jemand daheim, wenn man es zum Testen nach reinwerfen kann. Das Schwein. Oder von Conny Poletto, die unsympathischste Fernsehköchin Deutschlands und wahrscheinlich auch der Welt. Ich war immer sehr, sehr faul, bin ich eigentlich heute noch, ja. Das glaubt man immer gar nicht, aber ich war besonders faul in der Schule und entsprechend waren meine Noten und ich wollte Tierärztin werden und man kann halt ohne Abitur auch nicht Tierärztin werden. Ja. Und dann habe ich überlegt, was ich mache und dann habe ich gesagt, ich lasse das an den Tieren aus, ich werde Köchin. Echt ey, furchtbar diese Frau. Ja, jetzt können wir erstmal ein bisschen abwarten und ein bisschen Prost trinken. Prost trinken ist ja auch so ein bisschen wie sich auf das Wesentliche beschränken im Leben. So ein Prost, das lässt einen nicht alleine. Hat man immer einen Freund an seiner Seite. Am besten noch eine Pizza dazu und das Leben kann gar nicht so schlecht sein, wenn man einen Prost und eine Pizza hat. Gibt ja auch so ein Lied, das Schlimmste ist, wenn es Bier alle ist. Natürlich, kennst du nicht. Das Schlimmste ist, wenn es Bier alle ist. Boah, wir machen das. Das Schlimmste ist, wenn das so, wie wir sehen hier, das Fett heiß. Das bedeutet, wir können mit unserem Kartoffelpuffer beginnen. Drücken wir das ja ein bisschen an. Lieber ein bisschen dünner als zu dick. Ich habe das übrigens noch nie gemacht. Das macht sonst immer meine Oma. Aber ich nicht. Aus Kartoffeln kann man auch Stempel machen. Ja, so eine Kartoffel ist vielseitig einsetzbar. Falls ihr mal einen Stempel nachmachen müsst, der öfter mal in einem Club benutzt wird, könnt ihr euch auch aus einer Kartoffel so einen Stempel machen. Aber ich auch die Festkochen nehmen. Habt ihr was für die Ewigkeit. Dann lackt ihr die noch klar und dann läuft das. Hast du noch nie eine Kartoffel in Stempel gemacht und dann klar gelackt? Also ich denke mir, das ist für die Ewigkeit. Ey. Ich probiere es mal aus bis zur nächsten Folge. Ja, wenn es mal länger dauert, mehr Zeit, mehr Prost zu trinken. Denn Prost findet jeder Trost. So, unser erster Kartoffelpuffer scheint auch jetzt durch zu sein. Ja, richtig schön goldbraun ist er geworden. Den kann man jetzt schon mal rausholen. Jetzt müsste nämlich auch jeden Moment unser Tester-Esser eintreffen. So. Ich glaube, unsere Cupcakes sind gut. Ja. Hol die mal raus, ganz vorsichtig. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. So. Probieren wir mal den ersten Cupcake hier rauszulösen. Mal gucken, ob das so einfach wird, wie ich hoffe. Ja, der lässt sich super rauslösen. Wunderbar. Mein Glaube in die Antihaftbeschichtung wurde nicht gebrochen. So, geben wir jetzt hier nochmal den bestehenden Reibkuchen, also
Kartoffelpuffer dazu. In manchen Ecken heißt das ja auch Reibekuchen. Und dann ich esse so mit ein bisschen Apfelmus. So. Und es ist fertig angerichtet. Wollen wir das Ganze mal überbringen. Hallo Herr Testesser. Unser heutiger Testesser ist Konstantin. Hallo. Maria Grabner. Der Mann, der für seinen Partner auf dem Exzentrus kein Bodyguard auffilmen muss. Ansonsten kommt Schlimmes über ihn. Ich fange mal mit dem an, ja? Ja, das ist ein Kartoffelpuffer. Ich weiß nicht, wie heißt das in deiner Heimat? Kartoffelpuffer. Heißt das auch Kartoffelpuffer? Ja. Dann nehme ich da immer noch ein Stück. Mit. Darf man den mit? Ja, du kannst auch mit Händen essen. Das tut dir keinen Zwang an. Noch warm. Fingerfood für Fäuste, habe ich mal in der Werbung gehört. So nennt man das heutzutage. Ist sehr lecker. Und jetzt fehlt bloß noch deine objektive Bewertung auf einer Skala von 1 bis 10. 10. 1 bis 10. Also eine glatte 10. Yay! Super lecker. So, das war's jetzt mit unserer vierten Folge. So, falls ihr wieder Anregungen habt für die fünfte Folge oder irgendwas Spezielles sehen wollt, was ich koche, backe oder sonst wie. Also kochen ist mir eigentlich lieber als backen, aber immer her mit den Vorschlägen. Ja, Vorschlägen, genau. Ja, und wir sind raus.